So, da sind wir wieder zu einem neuen Video und eine sehr kritische Sure, die sehr oft nicht verstanden wird. Ich werde sie trotzdem kurz halten. Es ist die Sure 2. Es ist natürlich der Teil 2. Warum werde ich es kurz halten? Weil, wenn ihr mehr wissen wollt, dann macht einfach mehr Abos. Verteilt das Video, dass wir 1000, 2000, 3000, 100.000 Abonnenten, dass ich haben werde. Und dann kann ich auch länger machen, weil dann lohnt es sich halt dementsprechend auch mehr im Kontext dazu sehen. Aber ich werde euch allgemein den ganzen Kontext hier so gut wie möglich verpackt erklären. Und von oben bis unten solltet ihr natürlich lesen. Es geht allgemein um Krieg, es geht allgemein um in die damalige Zeit hier. Und da ist es immer der Vers 2, also 192, der falsch gelesen wird. Also, ihr dürft nicht den Vers von 192 lesen. Ihr müsst, das ist ganz wichtig, einen Kontext verstehen und da müsst ihr da oben anfangen. Am besten fangt ihr an, Vers 188. So. Danach kommen wir dann zum Vers 193 und hier steht schon drin: Und kämpfet für aller Sache gegen jene, die euch bekämpfen. Doch überschreitet das Maß nicht, denn Allah liebt nicht die Maßlosen. Also kämpfet heißt geistlich mit Wörtern argumentieren, nicht mit Waffen, es sei denn, damals zu der damaligen Zeit gab es keine Justitia. Heute gibt es die Justitia, das heißt, wenn wir die Justitia haben und jemand greift mich jetzt an und sagt, ich werde dich jetzt töten, weil du an Gott glaubst, auf Spaß oder mit einer Kettensäge, ne? Ich überspitze es auch ein bisschen, damit man es wirklich versteht. Also dann muss ich mich ja wehrsetzen. Und da muss ich mich wehren, wenn ich das kann. Wenn nicht, haue ich natürlich ab. Kettensäge ist ein bisschen schwierig, da Kampfsport zu machen. Aber wenn jemand jetzt wirklich euch angreift, mit Messer wie auch immer, da muss man sich wehren. Wenn das aber jetzt bei Hamas jetzt ist, ein sehr gutes Beispiel, um das noch besser zu verstehen, wenn Hamas jetzt sind, das ist ein terroristischer Akt von den Hamas, nichts mit den Muslimen zu tun haben, sondern es sind irgendwelche Gruppierungen, die für sich so sagen, juhu, wir haben das zwar falsch verstanden, aber wir glauben, dass das so ist, dann ist das natürlich blöd. Und dann sagt der Koran, wenn es solche Leute sind, wie der Hamas, also wie die Hamas, die Gruppierung, dann soll man gegen diese Leute vorgehen. Die missbrauchen halt Gott. Und dann soll man gegen diese Leute kämpfen. Und wenn es jetzt keine Leute wie die Hamas wären, wenn es jetzt andere Leute sind, allgemein die böse Absichten haben oder allgemein terroristische Akt machen wollen, ohne welchen Grund und Aber, ja, dann muss man auch gegen die vorgehen. Ne? Zuerst natürlich juristisch gesehen, wenn juristisch alles nicht hält. Ne? Wenn zum Beispiel, gut, das Beispiel Ukraine und Putin. Ukraine hat es ja versucht, ne? Und der Krieg, was Putin macht, weil er ein Kriegsverbrecher ist, das ist nun mal Fakt, den kann er noch so schön darstellen, wie der will, der Putin Kriegsverbrecher. Aber das, was er gemacht hat, unabhängig davon, ob jetzt Zelensky angeblich da was am Dreck am Stecken hat oder da, Krieg ist immer Gewalt. Und Gewalt ist das Allerunterste unter Schubladen. Das muss jedem klar sein. Und von daher, das, was er gemacht hat, da muss sich Ukraine wehren. Wenn jetzt ein russischer Soldat auf den ukrainischen zukommt und sagt, weil Putin mir das gesagt hat, muss ich dich töten, dann hat der ukrainische, ne, ein Recht drauf, sich zu wehren. Und jetzt kommen wir und tun das ein bisschen ergänzen, damit man das besser versteht. Und zwar, und sie, und tötet sie, während der Schlacht, also im Krieg, wo immer ihr auf sie stoßt. Auf den Stoß bedeutet im Endeffekt, in diesem Krieg gibt es immer wieder Leute, die dich töten wollen. Also immer irgendein Russe greift den Ukrainer an. Immer irgendwo aus Spaß will er ihn umbringen. Und wo ich auch den sehe, muss ich mich verteidigen. Also ich muss diesen Russen erledigen in diesem Krieg. Aber wenn ich das nicht mache, erledigt er ja mich. Okay? So, soweit so klar von den Zusammenhängen. So, und dann natürlich, was muss man machen, damit das Land sich von solchen Leuten befreit oder in dieser Gegend ist, steht auch im Koran drin, und vertreibt sie von dort, von wo sie euch vertrieben. Das heißt, dann erobert man wieder die Gebiete, also Ukraine erobert diese russischen Gebiete, die eigentlich, was heißt eigentlich, ist, die gehören halt eben Ukraine, ne? Und die müssen die dann vertreiben.
Eine ganz einfache logische Antwort, ne? So, also und von wo sie euch vertrieben, also von wo die Russen die Ukraine vertrieben und die Gebiete erobert haben, muss man wiederum die Gebiete zurückerobern, weil die einem ja vorher gehört haben und das schon dann halt so war oder wenn das immer so war oder wenn gewisse Sachen entstanden sind, damit es so war und dann tut man die wiederum sagen, ey Leute, ne, fuck off, das sind unsere Gebiete. So, und dann, denn Verfolgung ist schlimmer als Totschlag. Ne? Das heißt, wenn man nicht dafür kämpft, nicht für Gerechtigkeit eintritt, dann werden solche Leute wie die Russen immer wieder dich erniedrigen und immer wieder dich fertig machen und immer wieder Verfolgung. Das heißt, wenn man nicht, jetzt bei Hamas, zu Hamas bezogen her, springen wir jetzt wieder zu Hamas rüber, wenn man nicht gegen die Hamas kämpft, gegen diese Gruppierung und nicht gegen die Leute, die auch zu Hamas gehen, weil sie denken, das ist das Richtige, das darf man auch nicht vergessen, dann wird das im Endeffekt, ist das schlimmer als der Totschlag. Also dieser Totschlag, also ist schlimmer, als würde man sich von diesen ergeben lassen oder killen lassen. Ne? Ich weiß, es ist ein bisschen blöd übersetzt, hätte man auch anders übersetzen können, denn Verfolgung ist schlimmer als der Totschlag. Ist. Man könnte es eigentlich eher übersetzen, denn die Verfolgung ist schlimmer als sich niederzuwerfen, ne? Oder halt kampflos zu ergeben gegen Ungerechtigkeit. Ne? So, und dann steht ja weiter, bekämpft sie aber nicht bei der Heiligen Moschee, ne? Solange sie euch dort nicht angreifen. Das ist also damals wirklich so gewesen, dass ungläubige Menschen versucht haben, und das waren keine Christen, nein, am Anfang waren es Leute, die, Mohammed wollte ja Frieden. Und als Mohammed Frieden wollte, da gab es ja auch viele Gegner gegen ihn. Und diese Gegner waren in seinen eigenen Reihen früher, bevor, das kann man auch lesen, man kann Geschichte lesen, außer dass ich zusätzlich im Himmelreich Superinfos bekommen habe und wie das war, weiß ich noch, die Dinge, die ich erlebte. Ich durfte halt auch die Geschichte erleben, wie das war. Ist wiederum ein anderes Thema. Auf jeden Fall, da gibt es gewisse Regeln und man sagte sich, aber wenn, da, dass wir nicht angreifen, dann, da soll nicht gehen, das ist so ein gewisser neutraler Boden, wo man halt eine Abmachung gemacht hat, aber hier nicht, ne? Doch wenn sie euch angreifen, dann kämpft wieder, also ganz wichtig, doch wenn sie euch angreifen, dann kämpft wieder sie, das ist die Vergeltung für die Ungläubigen. Also die Ungläubigen, diese am Ende, diese Vers wird immer falsch in Bezug genommen, es wird immer genommen so, ja wenn ich nicht glaube an den Koran, dann, das meinen die damit, dass ich dann denjenigen aus Spaß abschlachten muss, eben nicht, sondern damit sind die gemeint, die von vornherein weder an Koran festhalten, noch an richtig die Tora leben, noch an richtig die Christen, Buddhisten, Hinduisten. Also weil das sind wirklich Leute gemeint, die richtige Arschlöcher sind, um es knallhart auszudrücken. Die Luziferianer sind und ganz schlimm, Menschen ausbeuten, Menschen abschlachten, also richtig so wie die Hamas im Endeffekt. Das sind so Leute wie Hamas gemeint, die Leute in Geiseln nehmen, die mit Hass und mit, ja, ganz bösen Methoden den Glauben vorantreiben wollen. Das hat nichts mit dem Koran zu tun. Null nada dente. Ne? So, das ist im Endeffekt damit gemeint. Und 193, wir schaffen es noch. Regie sagt, ein bisschen Zeit haben wir noch, ein bisschen haben wir schon wieder über die Zeit. Wenn sie jedoch ablassen, dann ist Allah allvergebend und barmherzig. Ne? So, wenn die dann aufhören, dann wird verziehen, wenn die wieder zu den Guten zurückkehren und 194 und bekämpft sie, bis die Verfolgung aufgehört hat und der Glaube an Allah frei ist. Also damit ist also nicht gemeint, dass man die zwingen muss zum Islam und dann ist der frei und dann sind alle glücklich, nein, sondern damit ist einfach gemeint, dass wenn die Luziferianer oder so Leute wie Hamas oder so wie der Putin, der Kriegsverbrecher, wenn solche Leute dann sagen, okay, ich will Frieden, ich will nicht mehr weiter kämpfen, dann sagt man, okay, wir sind ja irgendwo auch menschlich und barmherzig, wir wollen ja keine Rache. Also diese Rache an sich, die soll man gar nicht erstmal betreiben, erstmal gar nicht auf die gekommen. Und das ist wieder im Rhein, alle Jedis, die Sith sind weg, alle sind wieder glücklich, alle sind hip happy hour und alles ist in Ordnung. Und wenn sie jedoch ablassen, dann wisse, dass keine Feindschaft erlaubt ist, außer wieder die Ungerechten. Ne? Also, ne? Also keine Rache. Wenn das jetzt Frieden ist,
dann soll man sozusagen sich nicht mehr hassen. Feindschaft ist nicht erlaubt, also der Hass mit denen, auch wenn Verluste bei dem anderen ist, ja klar, ist nun mal so, das werden wir immer haben, aber wenn wir in der Schule sind, in der Grundschule oder in der Hauptschule, Realschule, es gibt eine Schlägerei, dann sollen sich die beiden versöhnen und versuchen, miteinander klarzukommen. Das ist immer wichtig, der Frieden. Frieden ist für Allah also immer das Höchste vom Höchsten. Und da steht über allen Dingen. Da wird auch nicht diskutiert. Frieden, aber der hat mir... Nein, erstmal Frieden. Okay? So. Und dann kommt 195, Entweihung eines heiligen Monats soll im heiligen Monat vergolden werden und für alle heiligen Dinge ist Vergeltung. Wer sich also gegen euch vergeht, den straft für sein Vergehen in Maße, indem er sich gegen euch vergangen hat und fürchtet Allah und wisse, dass Allah mit den Gottesfürchtigen ist. Also ganz klar, in dem gewissen Maße wird gestraft, nicht übertrieben. Hey, der hat mir jetzt was geklaut, ja okay, dann schneide ich ihm die Hände ab oder ich schlachte ihm Spaß ab, weil ich lustig bin. Nee, das hat nichts damit zu tun, null nada dente. Ne? Also er wird oft für das Falsch halt übertragen. So. Und dann noch zum Schluss, das kriegen wir noch hin. Vers 196, spendet für Allahs Sache und stürzt euch nicht mit eigener Hand ins Verderben und seid gütig, wahrlich, Allah liebt, also wahrlich, ganz klar, Allah liebt jene, die gütig sind. Also wieder mal kommt ihr auf den Endpunkt, Friedenpunkt, Frieden, 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 ne? Also nicht für die Leute halt sagen und die kritische Sure, hoffentlich hat man jetzt besser verstanden, dass es da nicht zum Aufforderungen geht, Leute, ne, so, oder... Ja, genau! Ja, genau! Ne, dass es nicht so ist, ne, dass die Leute Ballerballer sind, sondern dass es geht hauptsächlich um Frieden, um Gütigkeit, Liebe und Wahrlichkeit und das, denke ich, muss auf denen klar sein. Also, das war's auch schon wieder von mir. Ich halte es kurz wie möglich. Manches muss ich aber aus dem Kontext mehr sagen, ne, damit man das auch nicht falsch versteht. Abonniert meinen Kanal, liked meine Videos, verbreitet sie, damit die Botschaft vom Koran positive Aspekte gewinnt. Ganz, ganz wichtig, positive Aspekte und damit halt ein bisschen so diese Gerüchtküche wieder sich beruhigt und so und nicht so negativ ist. Denn wenn man den Koran wirklich liest und richtig aufmerksam liest vom Kontext, auch wenn man jetzt nicht so NATO-Erfahrung wie ich hatte und auch nicht so jetzt vielleicht so die Dinge so versteht, wenn man es aber trotzdem aufmerksam liest, merkt man, ja okay, der Koran ist wirklich, der will wirklich was Gutes und nicht Böses. Ne? Ja Leute, macht's gut, bis zum nächsten Mal.